Ja, klar. Blöde Ziege. Was war das denn? Blöde Ziege, ey. Uber, ich kitzel mit meiner Fußspitze deine Eier. Da gibt wohl Leute, die mehrere tausend Dollar dafür zahlen. Aus, ne? Oh, danke. Wisst ihr, ich konnte ja Monate, wirklich fast ein Jahr, keine Marke tragen. Deswegen musste ich heute meine Marke tragen. Uber! Ja, bin bewusstlos. Guck, ich wusste es ja. Nicht. Ja, bin bewusstlos. Uber, was los? Meine Tränen drucken den Schmerz. Meine Tränen begeistern mein Ego. Der Recker hat mit mir darüber gesprochen, aber noch nicht, dass es reinkommt, gepusht werden soll. Ja, und vor allem mache ich doch immer schon COC, ja, weil wenn da was... Was habe ich gestern noch gesagt beim 120-Mann-Appell? Wir das müssen war ich COC ja nicht dabei. Noch fertig gehen, wenn ich mache, weil meine Morelle ist nicht da. Richtig. Das habe ich vor 120 Leuten gesagt. Huch, jetzt habe ich gefunkt. Ja, Wallabila. Alle können das bezeugen. Nein, das habe ich auch so gesagt. Und vor allem wissen die, kein anderer geht an COC, weil was ist, wenn am COC was steht, was er nicht hingeht, kriege ich einen auf den Deckel? Von weil mir. Ich will dafür richtig, weil bei ich dafür Morales verantwortlich COC. Bin. Wenn wir den Waffenschein einführen, ne? Dass ja. Man mit dem mittleren Waffenschein hier unten auch zum Beispiel eine Waffe tragen darf, die man normal sonst nur oben tragen ja, darf, offiziell. Ja, den Revolter oder 50er oder... Ja, Revolter. Ach, Revolver, nicht Revolter. Ich mach mal hier Revolter. Revolter, ey, ich bin so los. Vor allem Morell sagt auch alle Revolter. Ja, komm, lass ein Auto an dem Gürtel tragen. Jo, moin. Ja, ich glaube, das wäre halt cool, wenn wir irgendwas Exklusives haben, was die anderen Läden nicht haben, ne? Ja. Boah, das dann mache ich nice. Definitiv einen Waffenschein für einen Revolver. Da gibt es so eine Cordhose, die benutzen wir um auch. Die kriegst du aus dem normalen Laden. Echt nicht schlecht. Cordhose. Tactical. Ja, es ist, wie heißt die nochmal? So eine wie heißt die nochmal? Meinst du die mit den Stiefeln dann? Nein, diese Löwe, die schwimmt. Krokodus. Ach, Krokodil. Nein, Mann, keine Ahnung, ich habe immer Kaktus. Nein, Kaktus. Wie heißt der nochmal? Krakakus. Na, sind das Team Kaktus, nein, nicht Kaktus, wie heißt dieser Löwe da, Mann, der schwimmt? So, Krokodil, Mann, Krokodil. Das ist mir gut, das Meme eingefallen. Beweg dich. Okay. Ich habe schon eine Kerze angezündet. Das heißt, ich darf hinten reinfahren. Was? Dass ich unter Aufsicht die Leute ins Schießen einweise und die schießen lasse. Hier die Leute, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, wenn die wollen. Dass wir sowas anbieten, so. Als kleines Goodie, dass wir mal die Schießbahn vorstellen. Mhm. Ja, wenn du dir da was Schönes überlegst, mach. Ja. Wie einmal Wissenshalber, wie agiert ihr, wenn ihr diese Person eine Waffe aushändigt und die damit einfach wegrennt? Na, ruf an. Wie soll man agieren? Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Selbstjustiz! So haben wir das damals bei der Armee auch gemacht, sorry. Also, ja, du bist anrufen. Aber nicht bei der Armee. Gut. Was soll ich machen? Polizei anrufen? Wir werden es erstmal mit Personalausweis entgegennehmen und behalten. Ach so, ich dachte, die ist schon weggerannt. Ja, nein, vorher, Cliff. Bevor. Vorbeugen. Okay, interessante Mitarbeiter. Quasi Personalausweis. Steuer für das Motorrad, da kann man nichts Böses dran machen. Oh, nein, nein. Nee, warte. Ich glaube, er ist gefallen. So, du bist freigeschaltet. Okay, und herzlich willkommen nochmal. Ne? Vielen Dank. Kriege ich auch nochmal den Link? Hatte ich auch noch nicht. Ja. Krieg's nicht zurück. Oh Gott, nee, ich glaube, ich steige überhaupt nicht. Die Aufbauung der Listen jetzt aktuell. Oh nein! Jetzt werden die Leute. Okay, gut, Trevor, danke.
Beruhig dich, Herr Gläser, das kotzt du wieder. So, morgen Nachmittag, Mittag. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen unterwegs, damit ihr Bescheid wisst, auch wegen Hüselnews noch. Preislich wären wir wahrscheinlich bei so maximal, glaube ich, 30.000, hat man. Oh ja, ja, das ist ja. Das ist ja nichts, das ist ja gar nichts. Ja. Ja, die Preise werden die Grafik, wer bezahlt denn bitte so viel Geld für Grafiken oder Logos? Alle Firmen. So. Ich finde das total wenig dafür. Ja, ist auch wenig. Das wäre sowas, wenn du für jedes Ding bezahlen müsstest. Auf jedes Etikett von dem Burger, von dem Getränkehalm, von der Flasche. Ich müsste jetzt sicher. Das ist bestimmt teuer. Also theoretisch werden die Preise nochmal angepasst, nach oben getrieben. Aber derzeit noch die alten Preise. Ja, alles gleich in den Müll, einmal in den Junk hauen. Dann werde ich mad. Okay, ich bin auf Straße. Ich bin heute echt auf Kickertour. Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Arbeit. Ja. Ich bin gespannt. Ich hab dich lang nicht mehr. Huah! Mann, weißt du, ich wollte gerade sagen, ich hab dich lang nicht mehr erschreckt und du Arschloch machst das, ey. Gott! Los, Jerry, mach die Büchse auf. Der Dieter ist da. Hector, Sie wissen, wie Sie die Verletzung anziehen? Ja, passen Sie auf, dass Sie nicht gegen die nächste Wand fahren. Wo laufe ich eigentlich hin? Ja. Oh, mein Auto steht da noch. Wie kann man so lost sein? Planvoll, planlos. Pass auf, dass sie nicht gegen die Wand laufen. Und pupp, fast gegen das Auto. Wo laufe ich eigentlich hin? Passe? Ist hier noch einer? Hallo, hallo? Wenn ja, bitte mal das Fahrrad benutzen. Bringen. Ah, aber haben wir doch mal was wir irgendwie entspannt machen können sonst, außerhalb des Dienstes mal. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wann du morgen theoretisch da bist. Weißt du das? Ich brauche Schnee. Oh mein Gott! Das war mal wie so plötzlich. Ja. Ich stehe auch draußen und du streichst so Schnee und im Moment plopp. Was zu sagen? Das Update am Dienstag war das letzte für RageMP. Jetzt kommen maximal noch Hotfixes und so weiter, aber das ist jetzt der Stand, mit dem wir, ihr auf RageMP zumindest bei Unity leben müsst. Ich hab die Behinderten. Deswegen auch keine Anträge aktuell fürs Gewerbeamt. Was noch wichtig ist, mit dem Kerl da unten, mit dem kann man saufen, das ist der Wahnsinn. Kannst du was sagen? Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Schatzi. Ich liebe euch alle. Ich liebe dich auch. Nächstes Mal setze ich mich mit hier hin. Du bist jetzt so eh nur unwichtige Scheiße. Absolut. Ich liebe dich. Aber jetzt wisst ihr auch, warum sie von uns so viel Sprüche abkann, ne? Also, weil sie ist einfach. Sie ist einfach geprägt. Ja. Beeinflusst schon, ne? Und wenn ich so hätte. Nee. Warten, bis was offiziell halt, ne? Huch. Hopp. Hast du mal gesehen oder gehört? Nö. Kann weiterfahren. 93, ja, wir denken mit, auch, Ali. Ne? Das wäre ein bisschen zu heikel. Du denkst mit? Ey. Überraschung passieren. Ey! Hansen, das Auto passt zu dir. Ich glaube, das ist ein neues Strafauto. Du, Ali. Markt ist noch nicht durch, ne. Markt Ella, ist was noch. Sagst du dazu? Ja, finde ich gut. Stop. Bist du fertig? Kannst du eine Million haben? Oh, ja, nehme ich. Was gut. Muss ich dafür tun? Hier, kannst du aufheben. Können Sie auch hin? Bitte schön, ihr viel Spaß damit. Oh, das ist so nett! Das ist schöne Geld! Schöne Geld!
Strafzahlung gegen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag? Vorbeugend, gerade wegen Zivilklagen. Ja, aber inwiefern willst du das definieren? Kann man allgemein definiert lassen. Naja, also ich will keine, bitte keine Strafzahlung. Ach, nee, das ist... Ja gut, aber dann muss man immer, sobald was vorfällt, muss man immer zivilklagen, ne? Weil es halt nicht im Vertrag drin steht. Du kannst nichts machen, außer es steht im Vertrag drin. Dann brauchst du nicht vor Gericht ziehen. Damit sicherst du dich halt ab in dem Rahmen. Deswegen steht es auch drin. Wenn mir einer auf den Sack geht und den Laden kaputt macht, bringe ich ihn um und kommt fertig aus. Da mache ich nicht viel vom Gericht rum, ey. Gut, dann alles bis klar. Später. Okay, jo, bis später. Bis später, ey. Bis später. La. L. La. Mhm. Weiß ich auch, warum du immer nachts erst in, auf Streifendienst gehst. Warum? Ja, weil die Schwerlastfahrzeuge erst nachts fahren dürfen. Alter. Die LS 90, Code 1. Die LS 98, Code 1. Das ist ein Arschloch. Alter. Ich lass es mal so stehen mit Murrell. What the fuck? So fertig aus dem Nächsten und Moschigen, Alter. Hallo, Fettshaming. Bruder. Treffen 1Q2 Richtung Esso und zum anderen schicken Sie bitte mal eine Rundnähe raus. Morell noch da? Ja, da. Oh Gott. Wieder im Norden. Sie hat ein Messer. Das war nicht. Wirklich. Willst du ich spüren? Hab... Nee. So, ich werde jetzt mal eine Zigarette genießen und Morell... Ich habe eine Idee. Ich geb... Herr Washington, nein. Sie sind ja Lieutenant. Sie steigen jetzt einmal aus dem Fahrzeug aus und laufen ein Stück nebenher. Attacke! Unangenehm. Ja, wer fährt? Gar kein Problem, das mache ich gerne. In den Ladenkreis. Das 51 wäre in der Nähe von 10:30 Southside beim Unicorn. Und weiter, 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 nicht schlapp machen, nicht schlapp machen und weiter geht's. Lauf, Schlampe, lauf. Ich hoffe, der Schnee tun Town. Ja, mitmachen. Ja, mitmachen. Ja, moin. Halt das nicht mal hoch. Ich höre weiter, nichts. Weiter. Washington, wir wollen was hören. Möpse. Möpse? Ich kann die Straße nicht entdecken. Ich kann die Straße nicht entdecken. Wie gern würde ich jetzt Nano schlecken? Weiter, weiter, laufen, 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 nicht aufhören! Und mitsingen! Ja, loswaschen! Ach, das war eine Wette, interessant, weiter! LS 90. Na, wobei, ist das Phase, wie gern wird, nein. Weißt doch, du, wer kriegt ein Bürgerbrutzelgerät? Was? Wer kriegt wohl ein Bürgerbrutzelgerät? Wer kriegt wohl ein Bürgerbrutzelgerät? Der die Scheißwette verrät. Der die Scheißwette verrät. Diesmal gibt's keine 50.000. Was? Weiter! Der Arme, ihr kriegt schon kalte Füße. Ja, ist so. Meine Nippel wären ganz hart. Oh, das scheuert unter der ja, Wäsche. Endlich werden deine Nippel mal hart, ne? Es tut mir ganz doll leid, Frau Morell. Okay. Ich besorge Ihnen das nächste Mal auch das Gulasch aus von Lost. Okay. Also nicht und Eistee. Mit Feuer gekämpfen. Und Eistee. Wie wär's mal mit ein Hähnchen und einem Salat dann? Ja, ja, lassen wir gerade. So, kannst weiterfahren. Danke. Drei Wetter-Taff, Morells Haare halten.
Okay, Erwin, einmal den... Wollen wir zumindest mal einen Platz wegnehmen? Den Leuchtturm anfliegen, da müsste eine Person gebogen werden. Okay. Ich sitze auch immer dahinter. Ja. Ey! Also wo willst du jetzt? Wo willst du jetzt? Sag mal Gas geben. Also ich will hinten rein. Du kannst mich an den Tassen da so zugeschlagen. Ja, dann schnall ihn dir um und los geht's. Was war das denn? Ging nicht auf? Hi, Frankie. Morel! Ja. Dank! Penis links! Hast du ihn gesehen? Ja! Und der leuchtet! Oh, war ein bisschen doll! Deiner auch? Ich hab keinen Penis. Den zum Drehen? Der mit dem Delfingeräusch. Der leuchtet nicht. Wie macht ein Delfin? Oh, 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 oh. Oder? Würde ich sagen? Nicht schlecht. Oh, geheime Toilette! Sagt schon mal, mach mal den Delfin. Wo ist dein Blasloch? Das Blasloch. Aber ich nehme ihn. Ich hoffe, ich bin gerade selbst überrascht, dass ich das hier gekriegt habe. Sonst kommt die ja nach. Ah, ich fühle mich in dem T-Shirt wohl. Vor allem mit dieser schwarzen Hose ist ganz cool. Ja, vor allem, es betont auch die Figur. Gefällt mir. Ja, das ist, das stimmt. Okay, hat er gerade mit dem Morel geflirtet? Okay, was war jetzt nochmal genau mit Summers? Ja, da war die Situation, sagen wir, sich ja sowieso quasi auf unserer Gnadenliste. Wenn da was dazukommt, habe ich mir letztes Mal schon gesagt, kann natürlich die Marke abgeben. Mhm. Okay. Wenn ihr nichts mehr für mich habt, würde ich nämlich jetzt gehen. Okay, dann schick uns mal, kannst du Blake sagen, er kann reinkommen. Aber natürlich, wir sehen uns Samstag. Nee, Samstag. Freitag. Bis Freitag. Tschüss. Ciao. Dir auch ein schönes Freitag. Alles wird dann halt. Ja, sie sind dran. Jawoll. Nice. Oh, wie das aussieht. Sieht das Bild. Oh mein Gott. Nochmal um die Thematik Bewerbung Chief. Dann möchte ich sie einmal besorgen. Ja, genau. Das war jetzt unfreundlich ausgedrückt. Alles gut. Ich wollte Ihnen da einmal mitteilen, dass ich mich natürlich das zu schätzen weiß, dass Sie sich beworben haben, aber die Wahl diesbezüglich nicht auf Sie gefallen ist. Ich wollte Ihnen das einmal persönlich mitteilen. Hä? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Oh! Ja, gut. Hallo, Auto. Hi. Huhu. Huhu. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, Mann, oh. Wie, really jetzt? Das ist nicht im Ernst passiert. Hier steckt ja viel State drin.
die wir verkneifen. A few moments later. Ja, wir sind doch kein Mondverein. Es ist ein Sonnendepartment und wenn du in einem anderen Sonnendepartment wechseln willst, dann gehst du aus deinem alten Sonnendepartment raus. Richtig. Punkt. Und für mich steckt in ihm gar kein Stück State mehr. Ja. Okay. Warum ist das so witzig? Okay, das frage ich mich aber auch gerade. Weil Morell jede Nacht ein Stück State in sich bekommt, oder was? Tut mir leid. Deswegen, oder? Tut mir leid. Oh. Ja, ist ja richtig und wichtig. Hat gewendet, fährt weiter auf dem Highway, weiter Richtung Norden. Ich nehme schon mal die Schwere in der Hand. Und fährt... in den Gegenverkehr! Oh Gott. Fährt in den Gegenverkehr, fährt wieder jetzt auf der richtigen Seite vom Highway. Weiter Richtung Norden.